So erledigen Sie mit der Deutsche Bank Mobile App Ihre Überweisungen. Navigieren Sie von der Übersicht nach unten zum Überweisungsscreen. Für eine SEPA-Überweisung tippen Sie auf Überweisung. Geben Sie die Überweisungsdaten in die Maske ein und tippen Sie auf Fertig. Um die Überweisung zu autorisieren, wählen Sie Foto-TAN und dann TAN generieren. Mit dem Foto-TAN-Verfahren autorisieren Sie Ihre Überweisungen schnell und sicher. Sie können in der Überweisungsmaske auch auf dieses Icon tippen, um eine Überweisungsvorlage aus Ihrem Online-Banking zu verwenden. Einfach die entsprechende Vorlage auswählen und bestätigen. Sie können auch Daueraufträge einrichten. Dazu tippen Sie auf das Plus-Icon und geben die Empfängerdaten ein. Danach legen Sie Laufzeit, Intervall und den Ausführungstermin fest. Wählen Sie Unterkonto, um einen Betrag zwischen Ihren Deutsche Bank-Konten zu übertragen. Auch hier geben Sie die entsprechenden Daten in die Maske ein und tippen auf Fertig. Mit der Fotoüberweisung brauchen Sie Rechnungen und Überweisungsträger nur zu fotografieren. Die Daten werden automatisch erkannt und übernommen. Sie können Kontakte mitsamt deren Bankverbindung hinzufügen. Dazu tippen Sie auf dieses Icon, geben die Daten ein und fügen ein Foto hinzu. Einmal angelegt, überweisen Sie so schnell und unkompliziert an Ihre Kontakte. Ebenso einfach ist es, direkt aus der Umsatzliste zu überweisen. Wählen Sie eine Transaktion aus. Jetzt können Sie sich für eine Überweisung oder einen Dauerauftrag an diesen Kontakt entscheiden. Sie können natürlich auch einfach sagen, was Sie möchten. Bitte 20 Euro an Paula Müller überweisen. Einfach die Daten prüfen und fertig tippen. Deutsche Bank Mobile. Banking neu erleben.